Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil 2 Remake. So, wir sind immer noch in der Polizeistation und ja, am Ende der letzten Folge bin ich leider gestorben. Jetzt sind wir wieder ungefähr da, wo wir waren. Also, ich bin ja da in diesen Raum hier hineingerannt. Das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt nach unten. Ich habe auch sogar noch einen Platz frei. Das heißt, ich kann hier, zack, die Bretter mitnehmen und dann hoffe ich, dass der eine Zombie, der sah gerade tot aus, als ich hier oben lang bin. Also, der uns auf der Treppe überfallen hat. Mal gucken, ob er das jetzt noch immer ist. Also, irgendwas bewegt sich hier. Lieber erstmal abwarten. Überall Geräusche. Oh mein Gott, ey Leute, das ist wirklich noch auf Veteranen eine ganze Spur intensiver. Man halt wirklich das Gefühl hat, shit, der ist weg. Obwohl, das kann auch sein, dass er einfach gedespawnt ist. Genau, du kommst hier nicht rein. Dich habe ich ausgesperrt, zum Glück. Ja, ja. Rare, nur rum. Ja. Jetzt wird er dann nämlich durchbrechen, hätte ich jetzt hier nicht die Fenster verbarrikadiert. So, sehr gut. Ich speichere noch nicht ab. Ich gehe auf Risiko. Aber ich lagere ein bisschen was aus. Zum Beispiel brauche ich noch nicht die Schrotmunition. Ich habe ein bisschen mehr, denn ich konnte eines dieser Spindrätsel lösen. Das Passwort war CAP, also C-A-P. Das weiß ich noch, weil das auch in der Demo so war. Da habe ich mich dann noch dran erinnert. So, den Taster brauche ich gleich, deswegen nehme ich den mit. Weil die Frage in den Kommentaren aufkam, das Ganze ist hier nur auf 4K hochskaliert, einfach damit ich auf YouTube die bessere Qualität habe. Das Spiel gibt es auch in 4K, also auf dem PC, Xbox und auf der PS4 sogar auch, allerdings auf Xbox und PS4 dann nur in 30 FPS. Ich will aber 60 FPS und deswegen habe ich es hochskaliert. So, genau, jetzt kann ich mich den Taster hier einsetzen. Zum Beispiel da. Jetzt kann ich halt die... Ah, ein neues Messer könnte ich mir jetzt zum Beispiel holen mit 1.03, wobei 1.0... Warte mal. Also 1.02 könnte ich zum Beispiel öffnen. Dann bekomme ich nochmal Schießpulver. So, das kombinieren wir gleich. So, sehr schön. .106 kann ich auch öffnen. Nochmal Schießpulver. .109 kann ich auch öffnen. Nee. Von mir aus, tausch mal aus, ist mir egal. So, 109 können wir auch öffnen. 109. Das ist normale Munition. Ja, ich bekomme gerade einiges an Munition, aber das brauchen wir auch. So, und hier wäre die Schrotflinte, wenn ich die Karte hätte. Dazu brauche ich hier halt diese Storage-Karte. Ich weiß gerade nicht genau, wo man die bekommt. 208. Ja, brauche ich gerade noch nicht öffnen. 203. Da ist nämlich die Tasche mit dran. Das wäre, glaube ich, sogar schlauer gewesen, das zu nehmen. Aber gut, habe ich mich jetzt für die anderen Sachen entschieden. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier hinten nämlich durch die Tür.
und komme damit zu Marvin zurück. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Okay, Marvin hat hier also noch was zu tun. So, wir müssen aber die Stufen Ostseite. Ich glaube, auf dem Weg war ja, glaube ich, nicht. Auf dem anderen Weg war ja auch nochmal eine Tür für den Peak-Schlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Genau hier. Nee, das ist Kreuz, das ist nicht Peak. Das ist der Kreuzschlüssel hier. Okay, nee, dann. Okay, gut. Dann haben wir jetzt da die Schnellverbindung geöffnet. Ich frage mich ja, was ich jetzt besser finde. Die Perspektive diesmal? Oder die aus Resi 7, die Ego-Perspektive? Das ist ja eher so die. Naja, klassisch will ich nicht sagen, aber die aus Resi 4. Finde ich ja auch nicht schlecht. Finde ich ja nicht schlecht. Komme ich jetzt eigentlich hier nochmal durch? Nee, hier komme ich nicht durch. Gezogen habe ich hier auch schon. So, aber ich kann ja mal meine Karten gucken. Sicherungskasten. Was habe ich hier? Ah ja, er zeigt mir auch alles an. Zeigt mir auch an, wo ich welchen. Okay, Büro Westseite habe ich noch nicht alles. Ah, da ist der eine Tresor. Oh, er zeigt mir auch an, wo ich hier noch Munition liegen habe. So, im Besprechungszimmer, da komme ich halt auch noch nicht. Also, ihr merkt, verschlossene Tür. Ah ja, er zeigt mir auch hier an, genau, wo ich schon weiß, wo ich welchen Schlüssel brauche. Ich finde halt schon überall Munition für die Pumpgun, aber ich finde die Pumpgun noch nicht. Da brauche ich halt diese Karte. Die Waffenkarte brauche ich dafür. Aber wo ich die finde. Ah, hier, guck mal. Nee, ist auch, nee, das ist Peak. Oh, der Kunstraum. Hier sind nochmal Bretter. Lassen wir aber erstmal liegen. Hier brauchen wir was zum Drehen, um diese Tür zu öffnen. Okay. Ich habe ein bisschen Munition. Oh Gott. Yeah! Weapons Locker Card. Okay, die Schlüsselkarte, die brauche ich. Was haben wir hier? Der rote Stein, Raccoon Magazine, der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als
Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. So. Aha, muss ich denn jetzt hier den Arm einsetzen? Erscheint mir zumindest mal logisch, aber das wäre ja zu einfach. Aha. Okay, wahrscheinlich muss ich dann hier noch... Weiß ich nicht. Okay. So, auf jeden Fall habe ich jetzt die Weapons Locker Card und die will ich natürlich benutzen, denn damit könnte ich ja, wenn ich mich nicht irre, so Waiting Room, genau, damit könnte ich nämlich an die Pumpgun kommen, für die ich ja sogar schon Munition habe. Oh, dann machen wir sogar mal Progress hier. Sehr geil. Leute, das wird einfach nur gut. Genau, der Zombie hier lebt ja noch. Der kann auch von mir aus weiterleben. So. Da rein jetzt. Und dann da hinten die Karte benutzen. Yeah. Boah, direkt 4 Schuss. Und die W870, die Pumpgun. Ohne Munition, nicht schlimm. Ich habe ja ein bisschen was. Hä? Achso. So, jetzt können wir nämlich... Erstmal habe ich in einem Raum, soweit ich weiß, ja noch Munition liegen lassen. Nee, das hier im Schließfächerraum. Nee, da habe ich nirgendwo Munition liegen lassen. Aber in der Dunkelkammer habe ich... Oh Gott. Jetzt habe ich mich mit meinem eigenen Licht hier geblendet. Ja, hier ist auch der Teufel los, ne? Was soll man sagen? Hier geht es einfach mega ab. So... Flintenmunition. 6 Stück. So. Jetzt können wir nämlich theoretisch in den anderen Raum zurück, wo ja auch noch das zweite Medaillon war. Da war ja auch noch andere Munition. Jetzt mit der Flinte habe ich ja noch mal ein bisschen bessere Chancen. Ich glaube, 3 Gegner waren da unten, ne? Vorsicht, hier ist ja überall das Holz morsch. So. Ah ja, hier gibt es dann noch das klassische Rätsel von damals wahrscheinlich. Boah, fick dich. Gefahr. So, und du da vorne stehst doch bestimmt wieder auf, ne? Oh, shit, du auch. Na, Prost Mahlzeit. So.
So. Hier können sie mich wenigstens nicht umzingeln. Schon sagen, Alter, erzähl mir jetzt nicht, du überlebst das. Hey, ein neues Messer. Ein rotes Buch. Ah, ich kann es noch nicht mitnehmen. Aber ich glaube, ich öffne hier nämlich gleich eine Querverbindung. Deswegen ist das gar nicht mal so dumm. Dachte ich zumindest, dass ich hier eine Querverbindung noch öffne. Boah. Shit. Ja, wie damals. Kann ich hier jetzt wenigstens drüber springen, oder? Boah, Leon, Alter. Aber... 3 Treffer und dann tot. Also man muss... Also das ist ja wirklich diesmal ein bisschen mörderischer hier. Nee, shit. Okay. Aber ich kann natürlich da unten die Dinger so verschieben, um hier die Brücke zu bauen. Ich habe ja diesen Wagenheber hier. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz... Achso, hier brauche ich dann irgendwas in das Dach. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Also die... Achso, hier brauche ich den... Ach, ich habe doch den Peak-Schlüssel. Ha. Objekte verwalten. Ah, okay, gut. Der Peak-Schlüssel, der hat jetzt ausgedient. Und wir haben jetzt hier wirklich die Schnellverbindung geöffnet. Ja, leider leidet meine Gesundheit hier. Also ich sollte dann dringend auch nochmal abspeichern. So, aber... Ich mache jetzt mal mein Inventar ein bisschen leer. So, dich brauche ich erstmal nicht mehr. Verstauen. So, dich brauche ich gerade... Nee, dich brauche ich schon. Dich brauche ich gerade nicht mehr. Und wenn ich jetzt meine Pump nachlade... So, dann... Kann ich auf jeden Fall ein bisschen wieder was mitnehmen. 3 Items. Yay. Yay für 3 Items. So, genau. Das rote Buch. Rotes Buch, Kunstobjekt. Ein Plastikteil in Form eines Buches sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ah, okay, dann weiß ich, wo ich dich einsetzen muss. Das weiß ich jetzt. Genau, hier hinten gibt es auch nochmal Munition. Und wenn wir jetzt in unsere Dateien schauen, Notizen des Polizisten, sehen wir bei dir Kopf... Pfeil, Schlange. Okay, Kopf, Pfeil, Schlange. Das krieg... Ah, nee, du bist das Einhorn. Bist das Einhorn. Dann ist es nicht Kopf, Pfeil, Schlange, sondern Fische, Skorpion, Vase, aus der Wasser läuft. Also Fische, Skorpion, Vase, aus der Wasser läuft. Der. Okay, zack. Das Einhorn. Da hinten komme ich nicht raus. Hier gibt es nochmal die Karte. Muss ich ja auch wieder neu mitnehmen. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier alles rausgeholt. Ah, da oben steht ja auch Exit. Das Exit markiert den Ausgang, könnte man sagen. So, dann setzen wir... Ah ne, hier brauche ich nichts einsetzen. Da unten bei der Götterstatue... Elliot hatte recht. Ja, das stellt er jetzt fest. Hättest du damals mal Elliot besser geholfen, dann wäre er jetzt hier nicht so in Schwierigkeiten. So, zack, zapp, zapp.
Ich fand's ja geil, im Remastered vom ersten Resident Evil, wie sie auch nochmal erklärt haben, warum es halt überall diese Geheimgänge und so weiter gibt. Das fand ich ja ganz cool. Weil es halt einfach nochmal zeigt, dass diese Welt halt einfach ein bisschen lebendiger ist, sozusagen. Also, dass diese Rätsel nicht nur da sind, weil sie da sind, sondern weil sie auch jemand eingebaut hat. Denjenigen haben wir auch kennengelernt in Resi 1 Remastered. Also zumindest haben wir seine Dokumente gelesen. So, jetzt haben wir hier nämlich das rote Buch. Linker Arm mit Buch. Das Zepter. So. Aber Leon ist halt echt so am Struggeln gerade. Ach du Scheiße. Okay, da ist gerade ein Helikopter reingerauscht. Ah ja. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Hm. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja. Okay. Marvin. Ich hab hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Oh Gott, brennende Zombies. Okay, jetzt schnell weg, Leute. Schnell weg und, ganz dringend abspeichern. Ich habe jetzt immerhin ja den Bolzenschneider gefunden. Den brauchen wir, um auf jeden Fall nochmal zwei Türen zu öffnen. Oh Gott, was ist eigentlich mit Marvin los? Wieso hat er nicht geantwortet? Oh oh. Marvin? Marvin, was da los? Marvin ist weg. Nee, der schläft. Okay. Ich glaube, er ist gestorben. Er lebt noch. Okay, gut, er lebt noch. Doch noch nicht gestorben. Aber wir speichern ganz dringend ab, Leute. Ganz dringend, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal zu sterben. Das Zepter legen wir erstmal weg. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Da nehmen wir jetzt noch einmal... Achso, das ist ein... Ach, ich habe einen Film gefunden. Ach, das ist gar kein... Ah, das ist ein Film. Okay, den kann ich natürlich dann entwickeln. Okay, das können wir machen. Und den Bolzenschneider haben wir. Okay, den brauche ich auch. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Farbband. Und speichern die erstmal ab, ihr lieben Leute. Und dann nutze ich auch gleich die Chance. Und würde sagen, dass wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Und dann gucken wir, was wir da mit dem Bolzenschneider erreichen können.
und finden auch noch andere tolle Sachen heraus hier bei Resident Evil 2. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.